Ich bin Michel, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS Tools und möchte euch heute unser Hydraulikwerkzeug vorstellen für die Radlager-Nabeneinheiten. Das Set besteht einmal aus unserem Hydraulikzylinder, das ist ein 22-Tonnen-Zylinder, aus der Ausziehkomponente und der Einziehkomponente. Mit dem Set decken wir alle Radlagerdurchmesser ab, von 62 bis 85 mm. Als Beispiel habe ich hier ein Polo 9N vormontiert und hier würden wir jetzt den Radlagerwechsel durchführen. Dazu nehmen wir den Hydraulikzylinder, montiert haben wir eine Zugspindel. Den Zylinder schieben wir jetzt in das Ausziehwerkzeug ein. Als Druckstück dient uns hier ein Konusdruckstück. Das wird jetzt hier hinten auf die Spindel aufgesetzt. Das Ganze wird mit einer Mutter fixiert. So, Druck in den Zylinder bekommen wir über eine pneumatische Fußpumpe. Es kann natürlich auch eine manuelle Fußpumpe sein. Das machen wir jetzt auch. So, das war's schon. Das war der ganze Ausziehvorgang. Und jetzt muss man nur die Hydraulik aus dem Ausziehwerkzeug entnehmen und das Ganze wieder mit dem neuen Radlager einsetzen. Dazu ziehen wir jetzt hier am Hydraulikzylinder das Ganze aus dem Ausziehwerkzeug raus. So. So, das ist jetzt das Radlager, was wir ausgezogen haben. Man kann hier das auch schön erkennen. Radlager und Radnabe sind fest als Einheit verpresst. Jetzt wollen wir natürlich das neue Radlager montieren. Das machen wir mit unserer Einziehkomponente. Die Einziehkomponente sieht man jetzt hier schön. Haben wir Längslöcher, wo wir je nach Radlagerdurchmesser die Presshaken stufenlos einstellen können. Jetzt machen wir erstmal hier das Ausziehwerkzeug aus dem Weg, schaffen uns etwas Platz. Was wir zum Einziehen brauchen, ist für die Rückseite einmal unser Abstützdruckstück. Wir haben hier Ausklinkungen für den ABS-Sensor, dass wir den nicht ausbauen müssen. Jetzt nehmen wir wieder unser Grundgerät. Ich lasse den Druck aus dem Hydraulikzylinder wieder ab, dass wir den vollen Hub zum Einziehen haben. Jetzt setzen wir das neue Radlager an. Dann kommt der Hydraulikzylinder. So, das Ganze wird jetzt so lange geführt, bis ich hinten das Druckstück eingesetzt habe. Ganze wieder vormontiert mit der Mutter. Jetzt nur darauf achten, die Ausklinkung des ABS-Sensors. Der ABS-Sensor ist bei diesem Arkschenkel unten verbaut, dementsprechend die Ausklinkung auch nach unten drehen. So. Nun können wir über die Fußpumpe wieder Druck in den Hydraulikzylinder ausüben und das Radlager einziehen. So, das war jetzt der Aus- und Einbau der Radlager-Nabeneinheit. Wir haben den riesen Vorteil gehabt, dass wir den Akschenkel nicht ausbauen mussten. Konnten das Ganze also im eingebauten Zustand lösen und eine riesen Zeitersparnis damit rausholen.